Hallo Volleyball-Freaks, hier ist wieder Steffen und ich habe diesmal mir wieder Verstärkung mitgebracht. Und zwar starten wir ein neues Format Volleyball-Freak Talents. Da wollen wir Jugendspieler begleiten auf ihrem Weg zum Profispieler. Und passend dazu habe ich hier einen jungen Kandidaten mit dabei. Stell dich am besten mal vor. Ja, also ich bin Lars Stenichli und ich spiele schon seit 7 Jahren im Verein bei FC Junkersdorf Köln Volleyball. Aber gefühlt spiele ich schon seit ich laufen kann in meinem Garten, auch mit meinen Eltern und meiner Schwester Volleyball. Und ja, ich mache total gerne Sport, auch andere Sachen wie Golf oder Basketball, eigentlich alles. Also sportlicher Typ. Ja, du hast schon gesagt, du hast mit deiner Schwester und deinen Eltern Volleyball gespielt, schon im Garten. Du kommst aus einer Volleyballfamilie, ja? Also deine Mutter hat früher hochgespielt. Ja, wer ist deine Mama? Vielleicht erzählt sie da uns mal ein bisschen was drüber, wo die Volleyballgene bei dir herkommen. Ja, klar, gerne. Also meine Mutter hat früher auch auf der Beachtour sehr viel gespielt und auch sehr lange zweite Liga in Leverkusen gespielt und auch für eine Saison erste Liga gespielt. Und auch meine Schwester spielt, hat jetzt eine Saison für Leverkusen gespielt und spielt jetzt die kommende Saison in Köln zweite Bundesliga. Ja, vielleicht verraten wir noch die Namen. Also die Schwester ist Annika Stenchli, übrigens auch amtierende Snowvolleyball-Meisterin, soweit meine Kenntnisse sind. Ja, richtig. Und die Mutter heißt Christiane Dierisch. Auch besser bekannt unter Pinto hier in Köln. Da werden sie die meisten kennen. Ja. Wir haben dich jetzt quasi eingeladen in unser Format, weil du jetzt gerade ins Internat nach Frankfurt wechselst. Wie kam das? Erzähl mal, wie ist dazu gekommen, dass du jetzt plötzlich, also nicht mehr bei FC Junkersdorf in der Talentschmiede bist, sondern einen Schritt weiter gehst für dich? Ja, also es fing ganz vorne an. Durch den WVV-Kader kam ich eben zu der Nationalmannschaftssichtung, die dann im November stattgefunden hat, und dadurch bin ich halt eben in die Nationalmannschaft gerutscht, und da alle Spieler in der Nationalmannschaft auf die Bundesstützpunkte in Berlin, Friedrichshafen und Frankfurt wechseln sollen, wurde ich eben nach Frankfurt und nach Berlin eingeladen, was dann aber durch meine Verletzung eigentlich doch nicht so sein sollte. Ich habe dann habe dann nicht die Bestätigung bekommen, dass ich dahin wechseln durfte. Ja. Dadurch, dass mein Knie allerdings ziemlich schnell wieder verheilt ist, hat der Arzt jetzt die Freigabe gegeben, und dadurch darf ich nächsten Dienstag schon nach Frankfurt ziehen. Boah, Wahnsinn, ey, das geht ja mega Schritt für dich. Wie ist es so, dann quasi Eltern zu Hause zu lassen und so ganz allein in eine große Stadt? Schon aufgeregt? Ja, total. Vor allem, weil ich jetzt alles selber regeln muss mit der Schule und Papierkram und sowas. Aber für den Traum, den ich habe, einfach als Profisportler irgendwann Volleyball spielen zu dürfen, mache ich das total gerne, ja. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich hätte es damals auch gerne gekonnt, deswegen drücke ich dir umso mehr die Daumen, dass das der Weg klappt. Mich würde mal interessieren, welche Vorbilder du hast. Also, du sagst ja, du möchtest Profi werden, und die meisten haben ja dann im Fußball, kennt man das ja, ich bin jetzt Marco Reus-Fan oder so, ja, und wen hast du im Volleyball, den du nacheiferst? Ja, also auf jeden Fall im Beachvolleyball ist das für mich Clemens Wickler. Ich wurde schon mal zum Training eingeladen mit denen, habe schon mal mit denen eine Trainingseinheit gemacht, und es ist echt total faszinierend zu sehen, welche Athletik da ins Spiel kommt. Ja. Und ja, einfach die harten Angriffe und diese tolle und schnelle Abwehr, das hat mich von Namen auch so sehr fasziniert. Und auch, er ist einfach sehr cooler Typ, sehr nett und sympathisch. Das hört man immer wieder. Ja, genau. und auf jeden Fall ist es aus Brasilien, Evandro. Das ist quasi mein Landsmann. Ich komme ja auch, meine Mutter kommt ja auch aus Brasilien, von daher. Ich habe den jetzt bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg gesehen. Und davor ist er mir gar nicht so sehr aufgefallen. Ich kannte ihn, aber er ist ja 2,10 Meter groß. Und was der trotzdem noch für eine Athletik aufs Feld bringt, da merkt man gar nicht, dass er 2,10 Meter ist, sondern könnte denken, dass er auch deutlich kleiner ist. Und von daher, das hat mich so umgehauen und fasziniert, dass ich den total mag. Ja. Cool. Aber jetzt hast du 2 Beachvolleyball genannt, für dich geht es aber erstmal in die Halle. Gibt es auch noch jemanden in der Halle, den du interessant findest, den du nacheiferst? Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das schon seit Jahren Lukas Kamper gewesen eigentlich, weil ich als kleiner Junge auch immer zugespielt habe, bevor ich dann zum Außenangriff überging. Und da war natürlich immer mein großes Vorbild Lukas Kamper. Und das hat sich eigentlich
wenig geändert, muss ich sagen. Ja, hast du Lukas Kamper schon mal persönlich getroffen? Nee, das leider nicht. Ja, dann Lukas, würde ich schon mal jetzt den Aufruf starten, wenn du in Frankfurt dich begibst, geh mal Lars besuchen an dem Internat, der wird sich auf jeden Fall schon mal dicke freuen. Vielleicht sieht er das Video ja, ich werde ihn mal verlinken auf jeden Fall, dann wird er es wahrscheinlich auf jeden Fall sehen. Der war ja früher auch in Frankfurt auf dem Internat. Ja, so, das, habt ihr sogar Parallelen. Ja, so. Ja, genau, durch meinen Landestrainer habe ich das erfahren, die haben im selben Verein gespielt und sind dann beide dahin gewechselt. Und, Du hast mir im Vorgespräch schon verraten, du hast doch schon mal mittrainiert in Frankfurt. Wie muss er sich das vorstellen? Wie sind die Unterschiede jetzt im Vergleich zum Junkersdorfer Training, was ja schon ganz gut, das hohes Ansehen hier in Köln genießt? Ja, also erstmal ist natürlich der größte Unterschied eigentlich, dass man da fast jeden Tag, zweimal am Tag Trainingseinheiten hat. Das heißt, also ich glaube, es sind von den 5 Wochentagen, also von Montag bis Freitag, hat man dreimal morgens Training. Das ist Krafttraining und Schwimmen. Und nachmittags oder abends dann halt Balltraining. Ja. Und man trainiert auch mit Gleichguten auf jeden Fall. Also auch aus Nationalmannschaft und natürlich Landeskader, die auch dazu noch fast gleich alt sind. Was man ja hier kaum, ich sag mal, geboten bekommt. Ja, ich habe selten nur WVV-Lehrgänge, also mit dem Landeskader oder mit der Nationalmannschaft. Und das da halt jeden Tag. Und wenn man dann 9-mal in der Woche Training hat mit Gleichguten und den Leuten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da was Gutes bei rauskommt. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mich noch daran erinnern, vor einem Jahr habe ich hier hinter uns auf dem Platz, haben wir noch gerade auf dem C-Turnier oder im D-Turnier war das, so gegeneinander gespielt. Da habe ich gerade so noch 2-1 gegen ihn gewonnen. Da war er noch ein Jahr jünger. Ich glaube, inzwischen wird er einen auf den Sack kriegen. Ich meine, in ein paar Jahren, glaube ich, wird er sowieso kein C-Turnier mehr spielen. Da geht es dann eher oben in die A-Turniere rein. Wenn du jetzt den Fokus legen müsstest, Halle oder Beach, was würde dir am ehesten liegen? Oder wo würdest du am meisten Bock drauf? Ja, im Moment ist es, glaube ich, wirklich Beachvolleyball. Weil vor allem mit meiner Größe, auch wenn ich 1,94 groß bin, in der Halle wird das jetzt für A-Nationalmannschaft vielleicht nicht reichen, diese Größe, da man als Außenangreifer ja auch schon deutlich größer sein muss. Ja. Und beim Beachvolleyball als Abwehrspieler hat man da natürlich bessere Chancen. Ja. Und auch Beachvolleyball, muss ich sagen, macht mir im Moment ein bisschen mehr Spaß noch, weil man auch alles macht irgendwie. Ja. Man hat mehr Ballkontakte und genau alle Elemente drin. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank schon mal, dass du jetzt hier zum Besuch warst in unserem neuen Format. Wie geht's weiter mit dem Format? Wir wollen Lars auf jeden Fall auf seinen Weg hoffentlich Richtung Profi begleiten, dass es auch am Ende klappt. Er wird euch so in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen mal sehen, wir gucken, wie sich das einpendelt. So einmal im Monat wird er uns mal so Feedback geben, mal so kleine Selfies-Videos schicken aus Frankfurt oder wo er gerade rumtingelt. Ja, ich bin mal gespannt, was du da so erlebst, wie der Internatsalltag ist. Ihr spielt ja dann auch in der zweiten Liga oder seid ihr erste Liga diese Saison gesetzt? Nee, dritte Liga? Dritte und Regionalliga, da gibt es zwei. Ah, okay. Und dann guckt, wer dir da leistungsmäßig eingesiedelt. Okay. Ja, dann dritte Liga, Regionalliga, könnt ihr Lars dann auch beim Spielen zugucken. Müsst halt gucken, wo das Frankfurt-Internat spielt. Könnt auf jeden Fall am Ball bleiben. Er wird auf jeden Fall ein Selfies-Video machen. Und die werdet ihr hier auf YouTube auf jeden Fall auch immer hochgeladen bekommen. Da könnt ihr seinen Weg verfolgen. Ich bin gespannt, ob es am Ende klappt. Ich drücke die Daumen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Damit es klappt, haben wir noch so einen kleinen Glücksbringer mitgebracht. Ein Volleyball-Freak-Shirt. Das würde ich dir gerne mitgeben. Bis nach Frankfurt. Ja. Kannst du dann im Training tragen und ich hoffe, es bringt dir Glück auf deinem Weg zum Profi. Ja, vielen Dank, da freue ich mich. Und ich bin gespannt auf die Inhalte, die du uns lieferst. Ja. Wenn ihr da draußen Wünsche habt und mehr wissen wollt zu Lars und wie es so im Internatsleben ist, wie man den Weg bestreitet dahin, könnt ihr gerne Fragen stellen. Dann würde er entweder im Video, in dem Vlog darauf antworten oder vielleicht sogar in den Kommentaren direkt mal was drunter schreiben. Ja. Ja. Ansonsten möchtest du noch was hinzufügen? Nee, eigentlich nicht. Alles klar. Dann beenden wir an dieser Stelle unser Format Einstiegsvideo und vielen Dank, viel Erfolg in Frankfurt. Ja, vielen Dank. Hau rein. Ja.